Und wenn ich eben, das kann man machen, also ne, Dankbarkeit und Fröhlichkeit, ne, darüber sich Gedanken macht, was habe ich den ganzen Tag über an Guten gemacht? Ne, habe ich irgendwem was Uneigennütziges, ne, irgendwem geholfen, der froh darüber war? Ich muss jetzt dummerweise an diese Karikatur dieser alten Frau mit dem Krückstock denken, wo dann Pfadfinder ihr einfach über die Straße geholfen hat, obwohl ihr es gar nicht wollt. Na, also uneigennützig sinnvoll helfen. Ne? Vorm Schlafen gehen, sich so rekapitulieren. Weil man vergisst das. Ne? Also alles, was am Tag gut war. Also man muss das auch üben, wirklich. Richtig üben. Nicht, dass man sich irgendwie überheblich dabei fühlt oder sowas. Nee, einfach rekapitulieren, was wirklich toll den Tag über war. Und das zurückholen. Aber auch, was nicht toll war. Na, ein bisschen hinschreiben und dann ist das auch in Ordnung. Man gewinnt einen Abstand dadurch, finde ich. Ja, das mit dem Aufschreiben würde ich auch nicht, also dieses Journal oder was du da hast, das würde ich nicht neben dem Bett haben. Nee. Ne? Also, okay. Worum es mir geht, ist quasi im Bett. So. Ne? Du liegst im Bett und entspannst dich. Ne? Alleine das, wenn ich darüber nachdenke, als Geschäftsführer damals, irgendwie, da war nichts mit entspannen. Aber einfach hinlegen und jetzt musst du schlafen, damit du am nächsten Tag wieder funktionierst. Dementsprechend war auch der Schlaf erholsam. Also deswegen so ein Ritual entwickeln. Ich entspanne mich, Rückenschlafen ist auch gut. Was war heute toll den Tag über? Und am Anfang sind es echt Trivialitäten. Ich war heute auf der Wiese, habe mit netten Menschen ein bisschen Qigong und Tai Chi gemacht, konnte frei atmen. Ich hatte zu essen heute. Man vergisst das. Ja. Und zwar nicht, anderen geht schlechter. Nee, einfach so, das war gut. Ich habe gegessen heute, das war toll. Es hat zwar nicht gut geschmeckt vielleicht, ist egal. Ich habe zu essen gehabt. Obwohl, das hat, also mir hat es heute geschmeckt. Ja? Ja, ich mache das Essen, deswegen ist das halt. Deswegen kann ich kein freien Herzens sagen, ich habe das gemacht und es musste mir schmecken, dann hat es, nee, es hat geschmeckt. Also wirklich, am Anfang ist es schwer, sich irgendwas Positives zu suchen, besonders wenn man aus dieser Angewohnheit des negativen Geistes kommt. Das ist dummerweise, das wusste ich vorher auch nicht, ist wirklich fest verdrahtet, diese Negativität, überlebenstechnisch. Ne? Da ist irgendein böses Vieh, da darf ich nicht lang gehen, hat eine höhere Priorität als da wachsen nette Blumen, die sind schön anzuschauen. Das ist irrelevant, kann ich nichts mit anfangen. Schöne Blumen machen nicht satt. Und das halt umzutrainieren ist wichtig, spätestens vorm Schlafen gehen. Was habe ich vorhin, habe ich glaube ich Spaß gesagt und dann ist mir sofort eingefallen, dass auch das wieder das falsche Wort war. Nee, weil Spaß ist extro, ne, ist meistens zum Überdecken, ist sehr aktiv und worum es uns geht, ist ja entspannt von innen, vom Herzen und das Herz mit Spaß. Fröhlichkeit, ruhige, fröhliche Grundhaltung, entspannte, freundliche, fröhliche Grundhaltung. Das ist das Doofe. Viele dieser Worte zeigen in die falsche Richtung. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie kann ich das ausdrücken, wo diese innere Sammlung, also diese Stille, ne, wie heißt es, Whisper of the Heart, also die Stimme des Herzens ist ganz leise. Und das zu kultivieren, ist ungeheuer wichtig. Also ihr merkt, diese kurze Einführung ist quasi so ein Prägen, wohin dann diese stille Zeit, die wir jetzt zusammen rumsitzen, gehen soll. Auch quasi darüber,
Das ist ja so ein Nachhallen der Gedanken. Irgendwie, das, da bin ich anderer Meinung oder das war gut und das würde ich jetzt in Zukunft auch machen. Also dieses ganze Gedankengeflecht, was da noch vor sich hin wabert, auch dem zuzugucken, wie das langsam zur Ruhe kommt. Aber zuerst erstmal den Körper entspannen. Also es ist eine besondere Art der Meditation, jetzt nicht weiter anzuleiten. Also es ist eigentlich eine Stufe weiter, egal, es wird schon klappen. Also entspannt erstmal und wenn ihr merkt, bis zum Endgong habe ich nur mit meinem Körper zu tun, dass der locker wird, dann ist das so, ist okay. Und wenn der entspannt ist, dann lasst noch ein bisschen Aufmerksamkeit, was das, was ich eben erzählt habe, in eurem Geist anregt und dann guckt ihm zu, wie auch der darüber langsam ruhiger wird. Dann lasse ich euch mit dem jetzt für die nächsten 18 Minuten mit euch alleine. Eine Minute vom Ende sage ich noch mal auch sowas, wie fühle ich mich jetzt, wie lief die Session, aber in 18 Minuten.
Und das ist jetzt die Zeit, um sich wieder ohne Antwort die Frage zu stellen, wie liefen diese 18 Minuten, wie fühle ich mich jetzt? Dass du nicht einschläfst, ja. Ich meine. Ja. Besser. Ja, zum Entspannen ist das ganz gut. Also die einzige Gefahr ist eben, das Einschlafen wäre auch noch keine Gefahr. Die Gefahr besteht dann nur für dich. Die Gefahr ist für uns. Schnarchen. Also ich hab das selber das ist ja auch schon wieder 10 Jahre, hatte ich dann nochmal angefangen, Kundalini-Yoga. Und dann machen wir ja zum Schluss Shavasana, liegen. Und da habe ich selber gehört, wie jemand geschnarcht hat. Das war ich. Also ich habe gehört, wie jemand schnarcht und habe gar nicht gewusst, dass ich das war. Also ist mir dann als ich mir dachte, Mensch, das ist aber laut jetzt. Und dann fiel mir auf, das bin ich. Also manchmal sind Verspannungen sehr tief. Ne? Also wir ertragen das. Also wenn du dich hinlegen willst, kannst du dich auch hinlegen. Geht's auch auf den Bauch oder auf der Seite oder welche Stellung oder wie auch immer ist denn nur am günstigsten? Das Sitzen fällt mir sehr schwer. Ja, mir auch. Also deswegen kann ich nicht entspannt sitzen. Das ist quasi, also es gibt in all diesen Meditationsbüchern steht dann drin voller oder halber Lotussitz, mindestens aufrecht. Kann ich gar nicht, ist voll ätzend, ne? Es führt nur zu Verspannung. Das Nummer eins ist, finde für dich im Laufe der Zeit eine Körperstellung, die dich frei atmen lässt und die entspannt ist. Und das Ziel später ist, dass du quasi irgendwann den Körper vergisst. Ja? Also wenn man dann für 2 Stunden sitzt und langsam das Levitieren anfängt und so. Weißt du, was ich meine? Ne? Das Wichtige ist erstmal, eine Körperstellung in der Zeit zu finden, die angenehm ist. Ja? Und da muss man ein bisschen rumprobieren. Also wie gesagt, also das mache ich manchmal sogar. Ich sitze manchmal angelehnt an die Wand und mit ausgestreckten Beinen. Das geht. Steht in keinem Buch. Ja. Aber es geht. Wir müssen noch ein paar Bäume pflanzen. Ja, wir können auch uns irgendwie langsam in so eine andere. Das ist der einzige Baum da, ne? Der, ja, sind noch ein paar Bäume, aber ja. Unterholz ist wahrscheinlich nicht, nee, so angenehm. Nicht so toll. Nee, aber das Wichtigste ist, also da stimmen die auch überein, die meisten, wenn man die dann
unter vier Augen, also wenn die frei reden, die Meister, dann sagen die auch, das Wichtigste ist dieses freie Atmen. Und das danach, also das ist ja das, was man erzeugen will. Also dieser halbe Lotussitz ist halt sehr stabil, ne, oder voller Lotussitz ist sehr stabil und fördert diese aufrechte Geschichte, so dass man automatisch, auch wenn man dann schlaff wird, trotzdem noch diese grundsätzliche Position beibehält. Aber wir sind nun Leute, wir sind in Stühlen groß geworden und deswegen ist uns das mit dem vollen Lotussitz nicht unbedingt so gegeben. Ne? Also man kann auch auf dem Stuhl sitzen. Ne? Das kannst du dir einen Klapphocker mitnehmen, mit Lehne, aber ohne Armlehne. Ja. Also mit Lehne ist zulässig, das habe ich noch gar nicht getestet. Das geht, ist ein bisschen heftig hier mit der Sitzfläche. Ging auch. Ja. Das ist sogar ein bisschen stuhlmäßig. Ja. Also das ist das Wichtigste. Es ja. ist halt nicht... Soweit ich das weiß aus Geschichten, ist es das, sind das auch die Mönche, die am schnellsten sie wieder abdenken, also wieder die Robe ablegen. Das sind die, ich kann das jetzt. Das ist ja richtig. Also die Militärmönche. Weil es einfach viel zu viel Anstrengung ist. Da kommst du nie weiter. Es ist einfach, ich muss jetzt das machen. Nein. Entspannen. Und dann der nächste Schritt ist eben, mitkriegen, also am Anfang ist es ja so, dass man gar nicht weiß, was für ein Radio da abläuft, weil man das quasi gar keine Zeit dazu hat, also den inneren Geist da mal wahrzunehmen. Also das dauert normalerweise auch Jahre, ne? Weil da gibt es auch im Zen, gibt es da so eine Geschichte, wie man den Ochsen wieder nach Hause bringt, also es dauert wirklich ewig, dann, wenn man mit allen möglichen unpassenden Maßnahmen versucht, den in den Griff zu kriegen. Mhm. Ne, weil irgendwann kriegt man dieses innere Lächeln auch beim Sitzen, daher kommt das. Ne? Also irgendwann hast du mal durch Zufall hast du so einen Moment, wo du merkst, wow, mein Körper ist wirklich ganz entspannt, mein Geist ist, ich bin super zufrieden, Mensch, das kannte ich noch gar nicht, ist ja richtig toll. Und dann im nächsten denkst du dann, alles klar, der Geist muss ruhig sein. Also, so haben wir es gelernt, ne, mit Zählen. 1, 2, 3, 4, das ist Zen-Variante, die Atemzüge zählen. Ne. Ein Koan ist ähnlich, ne, also dann achte auf das Schlagen der einen Hand und so. Ne. Also so unlösbare Fragen, das ist ganz gut. Also wenn man einen Meister hat, kann der Meister daran feststellen, auf welcher Ebene man quasi noch mit dem Geist zu tun hat und dann dementsprechend dem Schüler oder der Schülerin Lösungsansätze geben. Aber selbstgemacht ist das nichts. Ne? Ja, noch nicht. Wir schließen noch zusammen ab. Noch eine Anmerkung, eine Frage. Nichts. Lächeln geht auch. Du auch? Okay. Nee, ich will mir angewöhnen, normalerweise heißt das Sadhu. Ne? Zusammen dreimal Sadhu. Aber es gibt verschiedene Übersetzungen und die mir am nächsten ist wunderbar. Und das machen wir auch zusammen, ne? Einfach dreimal zusammen. Wunderbar! Ja, wunderbar! 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 Irgendwann schaffen wir es auch noch gleichzeitig. Entstanden durch mehrere Umstände und ich hatte sowas eh vor. Ne? Aber ich finde das passend. Also, weil es ist die Richtung. Ne? Immer feiner. Und ich kann bei euch sehen, dass euch das eigentlich gut tut. Ne? Deswegen machen wir das ab jetzt. Immer.